Donations ist das die neue Meta, einfach sein Gesicht nicht zu zeigen, damit die Girls sich dann mit einem treffen wollen? Bist entschuldigt, falls du wieder krank wirst. Hier Clip. Dafür 3-3. Wenn man es genau nimmt, hast du also alles Basti dem Netherite-Stream zu verdanken. In gewisser Weise ja. In gewisser Weise was. Mein Lieber, ich will dich unbedingt sehen. Ich weiß, du hast ein bisschen Angst vor mir. Aber ich möchte wissen, wie du aussiehst. Ich habe übelst FOMO. Und wir können uns ja mal auf ein Eis treffen. Ich habe gesehen, du warst bei Ice Cream United. Okay, ich würde sagen, die ganze Staffel 3 wird nochmal interessant. Das ist ja hier auch bei mir in der Nähe. Da kann man da vielleicht ein Eis essen gehen und dann sehe ich dich kurz. Und dann, gehe ich meinen Weg und du gehst deinen Weg. Aber ich will dich sehen! Ich will dich sehen, Stiggy! Ich will wissen, wie du aussiehst, Stiggy! Stiggy, ich will wissen, wie du aussiehst! Du brauchst echt keine Angst vor mir zu haben, Stiggy. Ich weiß nicht genau, ob man davon angeturnt oder abgeturnt jetzt ist gerade. Boss, keine Angst vor mir zu haben. Ich checke schon, Emily. Emily, ich checke. Emily, ich kann leider, ich esse nicht so gerne Eis. Als ich dort bei Ice Cream United war, habe ich leider, Emily, ich habe leider wirklich, ich muss umziehen. Ich muss ganz schnell umziehen, Emily. Wirklich in allen Ernst, sorry. Ich muss eh, Köln war es nicht für mich leider. Oppenheimer. Der Plot-Twist in Staffel 3 ist einfach. Da stehe diesmal nicht der Creep aus. Ja, das ist wirklich der Plot-Twist. Ich bin nicht mehr der Creep. Aber ich will nicht sehen! Ich will dich sehen, Stiggy! Ich will wissen, wie du aussiehst, Stiggy! Stiggy, ich will wissen, wie du aussiehst! Du brauchst echt keine Angst vor mir zu haben, Stiggy. Das ist der heftigste Part, finde ich. Das ist wirklich mit Abstand der heftigste Part, weil das played sie aber gut. Pass auf, ab jetzt. Warte. Jetzt. Das hier. Warte. Keine Angst vor mir zu haben, Stiggy. Boss, keine Angst vor mir zu haben. Oh mein Gott. Okay. Ja, ich muss mal gucken, ob ich echt noch so lange in Köln bleibe und so. Das weiß man ja auch nie. Ihr dürft ja nie wissen, ey, jede Stadt hat seine Halbwertszeit. Irgendwann ist dann auch mal gut und so. Irgendwann war man dann genug in Köln und so. Ihr kennt das doch. Und dann muss man halt auch mal echt wegziehen und so. Ja. Ja, ihr kennt das. Muss man halt echt mal auch mal gucken. Vielleicht geht's halt dann nicht und so. Ja. Ihr habt den Blick gesehen. Vielleicht soll es ein anderes Land werden. Vielleicht wird es auch München, aber ich glaube eher ein anderes Land. Okay, sagen wir München oder Land. Eins von beidem, glaube ich.